Übrig ist also noch Kansas City, bekannt für die Burnt Ends. Die Soße ist eher süß. Dann Alabama. Huhn aus dem Smoker, weiße Alabama-Soße, das ist Alabama Barbecue. Santa Maria aus Zentralkalifornien. Ein Tri-Tip oder Bürgermeisterstück wird über offenem Feuer gegart. Und schließlich Memphis. Da gibt's zwei Arten, trocken und feucht. Bei der trockenen wird der Rub aufgetragen, bei der feuchten nimmt man dünne Soße mit etwas mehr Essig. Dann fange ich mit meinem Team an. Leanne kriegt Memphis. Zufrieden? Und ab! Ich habe ihr Memphis wegen ihres Spezialrubs gegeben. Sie macht tolles Schweinefleisch und passt damit zum Memphis-Style. Phil the Grill kriegt Kansas City. Super! Er ist sehr vielseitig. Beim Kansas-Style kann er kreativ werden. Dann zu meinem Team. Susie, du bereitest ein Santa Maria Barbecue zu. Ich schätze, das macht sie nicht oft. Lene, du kriegst Alabama. Super, ich danke dir. Ich möchte Lene damit etwas herausfordern. Denn Chris ist eine Institution für Alabama Barbecue. Dich kann wohl nichts erschüttern. Ich zittere nicht gerade. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Und toll, dass Lene in die Höhle des Löwen muss. Ihr habt 5 Stunden Zeit für ein Barbecue mit wenigstens 2 Beilagen. Da drüben stehen für euch 4 Spezialgrille, die euch hilfreich sein können. Ein Smoker mit Wasser, ein Kamado-Grill, ein Cowboy-Grill und ein Santa Maria-Grill. Die Richter beurteilen, wie ihr euch in die Kocharten und Geschmäcker der Region einfühlt. Vor allem aber muss es gut gemacht sein und euren Stempel tragen. Die Uhr läuft jetzt. Das wird spannend. Wegen der Zeit ist das Kansas City-Gericht das Schwierigste. Wenn Phil sowas wie Burnt Ends macht, braucht er länger dafür. Ich denke an geräucherte Spare Ribs, Baked Beans, dazu meinen Jalapeno Honig Coleslaw und natürlich ein paar Burnt Ends. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich pökle sie. Eine Tasse Zucker, eine Tasse Salz, etwa 4 Liter Wasser. Das hält das Fleisch im Smoker saftig. Let's get it. All right. Was ich koche, ist eigentlich Memphis-Style. Das Familiengeheimrezept, den Spezialrub, verwende ich oft bei Wettbewerben. Das geht immer. Ich habe den Water Smoker genommen. Mit dem habe ich gelernt und er hält die Temperatur optimal. Ich mache Kansas City Ribs und ein paar Burnt Ends. Dafür ist Kansas City bekannt. Was meinst du? Ich find's riskant, mehr als ein Fleisch zu präsentieren. Wie läuft's? Komm mal bitte. Ich habe $10.000 in Vegas gewonnen. Für meinen Kartoffelsalat. Nein, nicht beim Blackjack. Den wollte ich machen und dazu grüne Bohnen mit Essig. Ist das okay? Ich habe echt großes Glück, dass ich in Bobbys Team bin. Er macht klare Ansagen. Das gibt mir Sicherheit. Kein Alabama-Barbecue ohne Huhn. Mit der weißen Alabama-Soße und dem Kartoffelsalat meiner Mom, dazu Baked Beans, die wir auch in meinem Restaurant servieren. Ich lege das Huhn erstmal in Salzlake. Dann kommen die Beilagen dran. Klassischer Südstaatensalat mit Mayonnaise, Sauerrahm, Salz, Pfeffer, Sellerie und hartgekochten Eiern. Ein perfektes hartes Eis, was Feines. Was wird denn das? Chicken Wings? Ich schäle eine Tonne Knoblauch. Ich war noch nie im Santa Maria Valley, aber ich weiß, dass der Stil von dort sehr frisch schmeckt. Ich mariniere ein Tri-Tip in Rotwein, Schalotten, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Das Fleisch soll den intensiven Rotweingeschmack aufnehmen. Wie läuft's? Super. Was wird's? Ein Tri-Tip. Den Fettdeckel lasse ich dran.
Erst räuchere ich es mit Eiche und lasse es dann auf die glühenden Kohlen runter. Als erste Beilage Avocadosalat mit geröstetem Mais und als zweite vielleicht schwarze Bohnen. Mach sie als schwarzes Bohnenmus, lange gekocht. Probier mal. Bisschen Mayonnaise, Senf. Beim Salzen hast du es zu gut gemeint. Erinner dich, gestern war es zu wenig. Ich weiß, aber für mich wäre es eine Spur zu viel. In einer Stunde sehen wir uns wieder. Heute ist der entscheidende Tag. Wenn mir kein perfektes Gericht gelingt, schicken die mich nach Hause. Ich bete für dich. Prayer for you. 4 Stunden 15. Ich bin im Schweinehimmel der Barbecue-Welt. Ich serviere 2 Beilagen, den Kartoffelsalat meiner Mutter und gebackene Cannellibohnen. Ich habe weiße Cannellibohnen, lasse etwas Fett aus dem Speck aus, gebe Apfelsaft, Kumin, Senf und Melasse dazu. Die zerkleinerten Äpfel kommen später dazu. Du magst Schweinebauch? Burnt ends vom Bauch. Man sieht's mir an. Er will Rippchen und Burnt ends servieren. Gegen deine... Genau, ich habe ihm gesagt, ein Fleisch. Aber er macht sein Ding. Aber so ist der Wettbewerb. Alles oder nichts. Mit süß-scharfem Rub kommt der Bauch jetzt auf den Smoker. Ich muss nur dasselbe Geschmacksmuster bei den Kansas City Rippchen hinkriegen. Lee hat ihre Rippchen im Water Smoker. Das verlängert die Garzeit. Ich bleibe beim Smoker mit versetzter Feuerkammer. Jetzt kommen die Baked Beans dran. Etwas Salsiccia, Zwiebeln, Knoblauch und Melasse. Beim American Royal habe ich den 10. Platz belegt. Mit den Baked Beans. Wie viele haben mitgemacht? Über 300. Die Beilagen sind genauso wichtig wie die Rippchen. Ich mache Kartoffelsalat. Der Bacon muss knusprig sein. Ich grille im Keramikofen. Den kannst du vergessen, wenn du ihn mal eingestellt hast. Also mache ich eine Mayonnaise-Basis mit Rotweinessig. Etwas Senf für die Schärfe, Paprika, Knoblauch, Salz, Kartoffeln und dann den Bacon. Oh ja. Jetzt die zweite Beilage, Essig, grüne Bohnen. Ich mische es, probiere und... Probier mal. Ist der okay? Ja. Okay reicht heute nicht. Das kannst du zu Hause servieren. Ich stehe auf dem Schlauch. Great.